Wort des Heiligen Geistes und des Glaubens. Ihm preisen wir es selig, denn er wurde den Aposteln beigesetzt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. In diesem ersten Lied ist es klar, dass wir unsere Herzen eingeladen sind, nicht hier zu bleiben, sondern die nächste Linie zu öffnen und in Kenia, im Herzen Afrikas zu pilgern. Und dort auch, was die Gottesmutter schon von ihrem Liebesbündnis geboten hat und eingepflanzt hat, auch zu feiern. Und diese Liebesbündnis, die in Afrika lebt, müsste sich auch hier in unserer Urheiligung auszufinden, in dieser Jüdin und in der Sens unserer Schwester. Wir freuen uns, dass ihr in die Messe für Kenia beten, damit unser Herzen, unser Jubiläum groß ist, so wie unser Vater sie vorgestellt hat. Die ganze Welt soll das Liebesbündnis erfahren, diese Angebote Gnade auch bekommen. Und so schönster kann auch die Sendung, seine Sendung erfüllen. Christus soll neu geworden in den Herzen der Menschen, das ist die Aufgabe der Gottesmutter von den Heiligen aus, und da soll auch im Herzen Afrika, besonders in dieser Zeit, auch geschehen. Ich möchte die Schwester einladen, dass sie ein paar Worte von uns über Afrika, die wir kennen, sagen. Wenn die Angebote von Kindern haben, am besten, dass sie das kommen. Ja. Schön statt in Kenia, es ist nicht so groß, aber wir freuen uns, weil jeden Tag es verbreitet. Und seit 1993 hat man angefangen, so mit Priester, Liga und irgendwie die erste Marienschwester, so kann man vorstellen, so groß ist nicht. Aber wir haben keine Papierchen, wir haben Hoffnung, bald, vielleicht kommt ein oder zwei, was ist mit euer Gebet. Und sie sind auch eingeladen, auch wie die ganze Schönstadt-Familie in der ganzen Welt, auf diese Vorbereitungen auf das Jubiläumsjahr 2014 auch mit uns geben. Das große Geschichte immer fängt immer an im Kleinen. Das ist die Echtheit, das ist die Sicherung, dass die Sache echt ist. Und wir freuen uns, dass in Kenia, in Afrika, wie gesagt, schon wir sind in der Zeit der Vorbereitung mit dabei, Vorbereitung auf Pfingsten, wo unsere Heiligtümer auch ihr Charakter auch feiern als Synagoge. Unsere Heiligtümer sind Plätze, wo der Heilige Geist in dem Jahr sich zeigt und die Herzen, die dahin pilgern, die Und diese Herzen werden Apostel. Herzen sein. Das heißt, Leute, die einfach nicht da bleiben, sondern einfach die Sendung bekommen, in die Welt weiterzugehen und was sie bekommen haben, weiterzugeben. So werden wir auch in die Lösungen hören. Wir feiern einen großen Apostel, der auch Lehrer oder Meister von Apostel war, die Meisterfirma der Heilige Paulus. Aber das ist für uns ein Referent, damit wir auch in dieser Dynamik nicht verstehen. Schönstatt ist eine Schule von Aposteln. Aposteln und Apostelinnen. Leute, die irgendwie berufen sind, die Gnade, die sie bekommen haben, weiterzugeben und nicht unter sich einfach bleiben. In diesem Sinn wollen wir für alle Anliegen, die in dieser Zeit gegen wir uns anvertraut sind, auch beten. Für alle Heiligtümer und Pfingstveranstaltungen, die in unserer Heiligtümer stattfinden, genau an diesem Tag. Auch wollen wir denken, dass in diesem Vaterjahr für ein Jahr, für ein Tag, die Vaterstadt in Belmonte, unser Vater eingeweiht wurde. Das sagt auch etwas von dieser apostolischen Sendung, die wir für die Kirche, für die Welt haben. Und für viele Anliegen, die uns anvertraut sind, ein Ehepaar, die irgendwie in einer schwierigen Situation sind, ein Familienvater, der einen Hirntumor und der einen Hirntumor leidet, auch in der Vorbereitung auf die Einweihung an Bildstock in La Plata, in Argentinien. Aber auch für die Menschen, die leiden unter dieser unkleinen Ausbildung in Suizid. Den Anliegen, die auch unsere Heilige Messe, unsere Feier hier im Urheiligtum, nicht nur das Leben, das wir bringen, sondern das Leben, das uns anvertraut sind. So sind wir Familie, Familie des Vaters. Wir wollen diese Sinne, wenn ich die Feier, die wir zu Beginn auch unterzeugen, die wir für unsere Sache.